Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Ich bin Christina und heute geht es um das Thema Pferde mit Trauma. Auch Pferde können Traumata haben. Damit meine ich jetzt in erster Linie nicht körperliche Verletzungen, sondern seelische. Oft geht es so ein bisschen Hand in Hand, also es gibt eine körperliche Verletzung und gleichzeitig eine seelische, aber die körperliche Verletzung heilt dann meistens sehr viel schneller als die seelische. Und eben diese kann aber auf lange Sicht gesehen mehr Probleme bereiten, wenn das Pferd zum Beispiel in gewissen Situationen panische Angst bekommt oder sich nicht einfangen lässt oder was auch immer. Ganz vorneweg möchte ich schon mal sagen, ich bin jetzt keine Expertin für Pferde mit Trauma. Und wenn du glaubst, dass dein Pferd ein Trauma hat, weil es sich zum Beispiel in bestimmten Situationen gefährlich verhält, also es tritt, es beißt, es wehrt sich, es schlägt quasi um sich, dann würde ich dir immer dazu raten, dir professionelle Hilfe zu suchen. Denn deine Gesundheit und die Gesundheit der anderen Menschen um dieses Pferd herum hat natürlich Vorrang. Und wenn du da selbst nicht weiterkommst, wenn das wirklich gefährliche Situationen sind, dann solltest du damit nicht alleine bleiben. Trotzdem möchte ich hier so ein paar Tipps mitgeben, was man tun kann, wenn das Pferd traumatisiert ist, aber nicht gefährlich reagiert. Ein schönes Beispiel finde ich, wenn ich bei meiner Trainerin in Island bin, die hat eine Stute übernommen, die in den Hochlandtouren mitgegangen ist. Das sind oft Touren, die mit freilaufender Herde sind. Die Touristen, die da mitreiten, haben mal mehr, mal weniger Erfahrung. Und die Pferde werden am Tag ein paar Mal gewechselt. Und das heißt, da muss es immer schnell gehen, hoppla hopp. Da sind dann die Guides, die fangen die Pferde ein. Und das muss zack, zack, zack funktionieren. Und diese Stute hat sich wohl scheinbar nicht so gut einfangen lassen. Und oft ist es dann dort so, dass die, wenn das Pferd wegläuft, sie dem Pferd mit der Trense eins mitgeben. Weil die fangen die mit Trense ein, sind direkt schon aufgetrenzt, werden geputzt, Sattel drauf, los. Und das ist natürlich, dem Pferd soll es unangenehm gemacht werden, dass es wegläuft. Also du läufst weg, okay, dann kommt dieser Schlag mit der Trense. Könnte theoretisch funktionieren, praktisch gibt es bessere Möglichkeiten, sein Pferd einzufangen. Da habe ich auch schon ein Video zu. Aber die sind halt in dieser Drucksituation, dass das alles schnell gehen muss. Jedenfalls, diese Stute hat ein Wahnsinnsproblem, sich einfangen zu lassen. Und sie hat ein Wahnsinnsproblem, sich trensen zu lassen. Denn immer wenn sie das Klimpern des Gebisses hört, hat sie das wahrscheinlich verknüpft mit diesen Schlägen mit der Trense. Also hat meine Trainerin sie übernommen. Das ist ein wunderschönes, wunderbares Pferd. Die lässt sich reiten wie Butter, ist wirklich ein absoluter Traum, super brav, aber hat eben dieses Problem, dass sie sich nicht einfangen lassen will und dass sie sich nicht trensen lassen will. Dazu kommt jetzt, also dieses Trauma ist ja schon wirklich lange her und sie weiß auch, also sie ist jetzt schon länger bei meiner Trainerin, da ist ihr nie was passiert. Da sind Leute, die sich wirklich auskennen und mit ihr daran gearbeitet haben. Aber so ganz weg kriegt man es einfach nicht. Das sitzt total tief drin. Und dann hat sie eben noch gelernt, sie ist auch sehr clever, dass wenn sie bei den Touristen, die dann kommen, sich so ein bisschen dran stellt und so macht, oh Gott, ist alles ganz gruselig, dass die Leute dann sagen, ah, okay, ich bin ganz vorsichtig und ich mache besser nichts. Und sie sich damit eine Pause erkauft. Ihr seht also, die ist nicht gefährlich, die macht nichts Schlimmes, sondern es ist einfach nur unpraktisch. Also sie lässt sich nicht gut einfangen, sie möchte sich nicht trensen lassen. Und was macht man denn jetzt mit so einem Pferd? Also mit dem Punkt Einfangen, da habe ich ja wie gesagt schon ein ganzes Video zu gemacht. Bei ihr hilft es, wenn man nicht von links versucht, sie aufzuhalftern, sondern von rechts. Weil von links, das ist so negativ besetzt, ne? Alle kommen immer von links, alle kommen von links. Wenn ich von rechts komme, ich habe immer zwei Pferde, ein linkes und ein rechtes Pferd, dann ist es nochmal anders. Es ist auch nicht so einfach, aber es geht. Man darf sich dann von ihr auch gleichzeitig nicht ins Boxhorn jagen lassen und so ganz hyper vorsichtig sein, dann macht sie immer schlimmer, sondern man macht dann so, ach ja, komm, jetzt stell dich nicht dran, kommt einfach von links, hält ihr das Halfter hin, vielleicht ein Leckerli und zieht es ihr dann an. Und wenn man sich da selber nicht aufregt und selber nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, das klappt nicht, oh Gott, das klappt nicht, gleich rennt sie wieder weg,
dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber auch nicht immer. Also manchmal hat sie auch einen total schlechten Tag oder wir haben einen schlechten Tag und dann muss man sie einfach von der Herde weg, einer macht das Tor auf, treibt sie dann in den Stall und da lässt sie sich problemlos aufhalten. Denn, das ist der zweite Punkt, Pferde lernen wahnsinnig ortsbezogen. Also die hat ein Problem, sich auf der Koppel einfangen zu lassen, aber nicht im Stall. Da ist das kein Thema. Und sie hat ein Problem, sich im Stall trensen zu lassen oder auch draußen, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber sie hat kein Problem, sich in der Box trensen zu lassen. Also wird sie in der Box und von rechts getrenzt. Und das sind dann so zwei Punkte im Umgang mit so einem Pferd. Man muss ein bisschen kreativ werden und überlegen, okay, wie kann ich die Situation abändern, um es dem Pferd und mir leichter zu machen? Da ist zum Beispiel ein Ortswechsel eine gute Möglichkeit. Es ist ein Seitenwechsel eine gute Möglichkeit, wie ich schon sagte, rechts und links. Oft ist die rechte Seite weniger negativ besetzt. Und manchmal kann auch ein Personenwechsel hilfreich sein. Also manchmal können Leute, die neu kommen, die dieses Pferd gar nicht kennen, sie viel einfacher einfangen. Man sagt denen nur, ja, mach das Halfter von rechts drauf und dann kommen die. Manchmal können die sie einfacher einfangen als meine Trainerin, weil einfach dieses Pferd und meine Trainerin dieses Spiel schon so lange spielen. Und auch das kann man trainieren. Also es kann dann sein, dass dieses Pferd denkt, ah, jetzt kommt die wieder, okay, jetzt muss ich wieder Theater machen, weil wir machen das ja immer so. Also das ist echt so eine ganz tricky Situation. Und by the way, man muss da auch nicht völlig verzweifeln, wenn man das nie ganz wegkriegt. Also das sind echt manchmal sehr tief sitzende Sachen und wenn das Pferd das mal gelernt hat, ist es schwer wegzubekommen. Man braucht da wirklich wahnsinnig viel Geduld und auch sehr viel Zeit. Was auch helfen kann, je nach Situation, ist den Trainingsstil zu ändern. Also man kann zum Beispiel von Natural Horsemanship zu Klickertraining oder vom Klickern zum Horsemanship. Also alles, was so ganz neu ist und noch nicht negativ besetzt. Was auch gut ist, wenn jetzt ein Pferd in einer bestimmten Situation irgendwie immer Panik hat oder irgendwas schiefläuft, diese Situation zu überlagern, also indem man dann von dem Pferd eine Lektion verlangt. Also ich bin auch kein großer Freund davon, wenn ein Pferd so Angst hat vor was, zum Beispiel wir sind jetzt ein paar Mal an so einem Bagger vorbeigeritten und beim ersten Mal gucken die halt blöd und wollen sich da dann festklotzen und irgendwie und da bin ich kein Fan von, das Pferd die ganze Zeit gucken zu lassen, weil oft steigern die sich dann da rein. Stattdessen gebe ich ihm halt eine Aufgabe, dann muss es in Schulter hereinlaufen oder an Schenke weichen. Also es darf schon da auch mal hingucken, aber ich lenke es gleichzeitig auch ab und überlagere diese Situation. Wenn gerade etwas passiert ist oder vor kurzem etwas passiert ist, was so ein Trauma auslösen kann, zum Beispiel ein Unfall, dann kann man sich auch überlegen, ob man das Pferd nicht erstmal in eine Auszeit schickt. Also ob es in der Herde auf die Koppel darf mal für einen Monat, zwei und dann wieder zurück und dann guckt man, wie die Situation ist. In Verbindung mit einem Unfall oder irgendwas, was körperliche Beschwerden auslösen kann, würde ich auch immer einen Osteopathen oder einen Physiotherapeuten rufen, der die körperlichen Sachen sich anguckt und die löst, weil der Körper speichert eben auch Emotionen. Und wenn ich irgendwo verspannt bin oder wenn das Pferd irgendwo verspannt ist, dann kann das so eine Wechselwirkung eingehen. Also das sollte auf jeden Fall gelöst sein. Was auch ganz gut helfen kann, ist eine Behandlung nach traditioneller chinesischer Medizin oder auch Shiatsu für Pferde. Da werden wir jetzt im August zum ersten Mal eine Woche bei meiner Trainerin in Island haben mit einer Shiatsu-Trainerin. Und da lernen wir dann, wie man Shiatsu für Pferde anwendet und wie man das Pferd besser zentriert. Und ich bin da auch schon ganz gespannt drauf, weil ich weiß da relativ wenig drüber und werde da auf jeden Fall auch mitfilmen. Also ihr werdet hier auf YouTube auf jeden Fall dann Sachen dazu sehen. Und es sind auch noch, glaube ich, ein oder zwei Plätze frei in dieser Woche. Ich packe da auch die Infos und den Link zur Buchung mal in die Infobox, falls noch jemand kommen will. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, weil ich eigentlich auch nicht so ein Shishi-Mensch bin.
Aber was ich von dieser Trainerin gehört habe, ist sie auch kein so Shishi-Mensch. Und ich glaube, das kann ganz spannend und ganz cool werden. Also bei traumatisierten Pferden nochmal kurz zusammengefasst, auf jeden Fall die körperlichen Sachen lösen mit Osteo, Physio, TCM, was auch immer. Und dann schauen, okay, ist das Pferd gefährlich? Brauche ich professionelle Hilfe oder schaffe ich das alleine? Man sollte sich da auch nicht überschätzen, also lieber ein bisschen zu früh Hilfe rufen, als das, was passiert. Dann gucken, wie kann ich kreativ den Ort ändern, die Art ändern, wie ich was mit dem Pferd mache. Also zum Beispiel, ich trense sie von rechts in der Box statt draußen. Wie kann ich vielleicht meinen Trainingsstil ändern? Was kann ich tun, um solche Situationen zu überlagern und neue zu besetzen. Und dann ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, sich von Rückschlägen nicht verunsichern lassen. Das ist auch normal. Es ist kein gerader Weg nach oben. Es wird immer Rückschläge geben. Und sich eben auch bewusst sein, dass man manche Sachen vielleicht auch nie ganz loswerden wird. Also wie mit der Stute meiner Trainerin. Und die ist super, die weiß, was sie tut. Und trotzdem kriegt man ein paar Sachen nicht ganz raus. Und vielleicht kriegt sie die raus, dass das Pferd es bei ihr nicht macht. Beim nächsten Menschen, der kommt, macht sie es vielleicht wieder. Also da steckt man nicht hundertprozentig drin. Und ich finde es auch, solange das nicht gefährlich ist, sondern vielleicht nur ein bisschen unpraktisch, finde ich das auch nicht schlimm. Und das ist auch kein Grund, sich dann selber fertig zu machen, wenn man denkt, mein Gott, ich kriege ja gar nichts hin. Also je nachdem, wie schwer dieses Trauma ist, kann das schon echt eine Nummer sein und am besten hat man natürlich immer individuelle Beratung und Hilfe vor Ort, weil so ein Video wie das hier kann ja nur ein paar ganz allgemeine Tipps geben, aber Pferde sind ja wirklich hoch individuell und da sollte man immer schauen, okay, was passt denn für mein Pferd? Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und gefallen. Wenn ja, lass mir doch gerne ein Like da und lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du Lust hast für noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials rund ums Thema Reiten und Pferde. Tschüss!